Gibt es neue Hoffnung für einen Frieden im Jemen? Es gibt zumindest positive Signale im seit 2014 tobenden Bürgerkrieg, der sich im Süden der arabischen Halbinsel zu einem Stellvertreterkrieg entwickelt hat. Mit Saudi-Arabien auf der einen Seite und dem Iran, dem Hauptunterstützer der Houthi-Rebellen, auf der anderen. In Jemens Hauptstadt Sanaa sind jetzt aber Vertreter aus Saudi-Arabien eingetroffen, um mit den Houthi-Rebellen über eine Friedenslösung zu verhandeln. Und so öffnet sich nach jahrelanger Eiszeit die Chance auf ein Waffenstillstandsabkommen dank der vorsichtigen Annäherung der Regionalmächte Saudi-Arabien und Iran. Es ist ein Land in Trümmern mit Zehntausenden Toten und Millionen von Vertriebenen. Das ist der Jemen nach fast 10 Jahren Bürgerkrieg. Nun aber gibt es Hoffnung, erste ernstzunehmende Anzeichen für Dialogbereitschaft. Langjährige Feinde in diesem Konflikt geben sich wieder die Hand. Der Anführer der von Iran unterstützten Houthi-Rebellen empfängt in Sanaa sowohl Delegationen aus Saudi-Arabien als auch aus dem Oman. Viele im Jemen setzen ihre Hoffnung darauf, dass ein dauerhafter Frieden bald möglich ist. Hoffen wir das Beste, auch dass die Verhandlungen mit Ernst geführt werden, damit die Menschen in Sicherheit leben können. Wir hoffen, dass sie eine Lösung finden, die das jemenitische Volk zufriedenstellt. Wir haben genug von dieser Situation, den Versprechungen und dem Hinauszögern. Von Jahr zu Jahr versprechen sie den Menschen eine Lösung. Der Bürgerkrieg im Jemen tobt seit 2014. Seit die vom Iran unterstützten schiitischen Houthis damals Sanaa und den größten Teil des Nordens von Jemen besetzten. Die international anerkannte Regierung floh kurz darauf nach Saudi-Arabien. Das Land selbst griff 2015 in den Konflikt ein. Seitdem hatte er sich zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran entwickelt. Kenner der Region äußern Zweifel, ob die jetzigen Gespräche nachhaltig Frieden bringen können. Leider ist es immer das Gleiche. Die jemenitischen Stimmen werden traditionell marginalisiert. Es galt immer das Prinzip von oben nach unten. Es sind die Eliten, die das Sagen haben, während sie, die Jemeniten, also die breite Masse, im Grunde an den Rand drängen. Deshalb brauchen wir einen umfassenderen Prozess. Man muss mit den Menschen in den verschiedenen Bezirken sprechen. Sanaa, wo die Gespräche geführt werden, repräsentiert jedenfalls nicht den Rest des Landes. Leidtragende des Krieges ist seit Jahren die Bevölkerung, die am Rande einer Hungersnot steht. Ganze Familien sind gezwungen, in Lagern zu leben. Doch viele hier haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass endlich doch wieder Frieden in die Region einkehren könnte. Und über die Signale aus dem Jemen können wir jetzt mit dem Journalisten und Experten über die arabische Welt Leo Wigger sprechen. Herr Wigger, haben Sie denn schon Informationen, wie weit Vertreter Saudi-Arabiens bislang in den Gesprächen mit den Houthi-Rebellen gekommen sind? Guten Abend. Ja, ganz konkrete und verlässliche Informationen, dazu habe ich jetzt zur Stunde nicht. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, Saudi-Arabien möchte unbedingt raus aus dem Krieg in Jemen und ist bereit, den Houthis weitreichende Zugeständnisse zu machen. Aber die Houthis sind auch als harte, ich würde sagen sogar unberechenbare Verhandler bekannt, die gerne in letzter Sekunde noch mit neuen Forderungen um die Ecke kommen. Aber ja, grundsätzlich stehen die Zeichen schon so, dass wir hier mit einem Durchbruch rechnen können. Ja, genau. Was lässt sich daraus ableiten? Sind diese Gespräche jetzt also als echte Chance für eine Beendigung dieses Bürgerkriegs zu werten? Also zunächst einmal wären die aktuellen Gespräche noch vor einiger Zeit absolut unmöglich gewesen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass Saudi-Arabien ja ursprünglich in den jemenitischen Bürgerkrieg eingegriffen hatte, um die Houthis aus der Hauptstadt Sanaa zu vertreiben. Aber trotz eines wirklich immensen militärischen Aufwands, riesiger Kosten, eines weltweiten Reputationsschadens, der für Saudi-Arabien dadurch entstanden ist, haben sie ihre militärischen Ziele nicht erreichen können. Und das Land versucht sich nun einigermaßen gesichtswahrend aus der Affäre zu ziehen. Das beendet aber nur, und das ist ganz wichtig, einen der wirklich vielen überlappenden Konfliktstränge, die in jedem zu dieser unermesslichen humanitären Katastrophe geführt haben. Und der Konflikt zwischen unterschiedlichen jemenitischen Interessengruppen, der läuft ja weiter und ist keineswegs gelöst. Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Was passiert denn nun mit den Gebieten, die nicht unter der Kontrolle der Houthi stehen, sondern der international anerkannten und bisher von Saudi-Arabien unterstützten Regierung? Die ist ja auch wieder aufgesplittert. Da gibt es Separatisten, die wollen einen Südjemen, die wollen Unabhängigkeit, die haben Pakten geschaffen in den letzten Jahren.
Wie sieht es mit Al-Qaida aus? Wie sieht es mit dem Islamischen Staat aus? Und wie verhalten sich ja eben jetzt die Houthis dort gegenüber ihren innenpolitischen Rivalen? Also echten Frieden, den kann nur ein innerjemenitischer Dialog bringen. Aber ein Abkommen zwischen Saudi-Arabien und den Houthi ist zumindest eine echte Chance auf einen Prozess, an dessen Ende einmal so etwas wie echter Frieden stehen könnte. Sie blicken auf das Innere im Jemen. Blicken wir noch mal von oben drauf, denn möglich scheinen die Verhandlungen in Sanaa ja vor allem wegen der sich entspannenden Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Iran. Warum nähern sich die beiden Regionalmächte denn nach jahrelanger Eiszeit überhaupt gerade an? Klar, also die Houthis werden ja von Iran unterstützt. Ich denke, grundsätzlich ordnen sich aufgrund der zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA sowie der russischen Invasion in der Ukraine gerade die geopolitischen Allianzen in der Welt neu. Und was wir dabei sehen in Bezug auf Saudi-Arabien, auf andere Golfstaaten wie auch die Vereinigten Arabischen Emirate, ist, dass sie sich wegbewegen aus dem westlichen Camp und versuchen, sich stärker zwischen den Polen, China und den USA auszurichten. Und ich würde sagen, daher auch die Annäherung jetzt an den ehemaligen Erzfeind Iran, daher auch die Bewegung nun im Jemenkrieg, daher auch die Gerüchte darüber, dass Saudi-Arabien im Sommer beim Gipfel der sogenannten BRICS-Staaten, also der aufstrebenden Schwellenländer in Südafrika, dabei sein könnte und anderes. Also wir sehen hier den Versuch einer stärkeren multipolaren Außenpolitik und einer gewissen Distanzierung von Saudi-Arabien, insbesondere von den USA. Und das war ja lange Zeit der engste Verbündete von Saudi-Arabien. Leo Wigger, vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Einschätzung.